Lasse entdeckt gerade seine Welt, ist neugierig, findet alles spannend, was um ihn herum geschieht. Normal für einen Welpen, aber ohne Erziehung geht es nicht. In den nächsten Monaten wird Lasse behutsam auf seine Begleithundprüfung vorbereitet. Heute steht eine Einführung in der Disziplin Grundgehorsam auf dem Programm. Der Welpe lernt, erste Kommandos zu befolgen. Kai Dahlhaus schwört auf Einzeltraining. Wir gehen komplett weg von dieser Welpenspielgruppe. Sowas gibt es bei uns gar nicht. Wir kümmern uns auch wieder einzeln und alleine individuell um die Welpen. Versuchen ihnen nicht nur das Spielerische immer nur beizubringen und zu zeigen, sondern wirklich auch schon intensiv mit den Hunden zu arbeiten, dass sie halt einfach auf die Zukunft geprägt werden. Dass sie also wirklich schon im frühesten Alter schon die Grundkommandos lernen, die Umwelteinflüsse, verschiedene Reize ausgesetzt werden, eventuell auch mal mit älteren Hunden zusammenkommen, dass sie einfach auch den Sozialkontakt lernen. Und das erreiche ich nicht in einer Welpengruppe von mehr als 5, 6 Welpen. Das funktioniert einfach nicht, weil man da nicht mehr Herr der Lage ist. Deswegen immer dieses Einzeltraining auch mit Welpen. Lasse, komm! Das Abrufen des Welpen gehört zu den Einstiegsübungen. Als Belohnung, aber auch Motivation für das weitere Training gibt es für Lasse kleine Leckerchen. Gern arbeitet Kai Dahlhaus auch mit einem Klicker. Eine weitere Möglichkeit, positive Verknüpfungen beim Hund zu schaffen. Lasse und sein zweibeiniger Partner fühlen sich im Dog Sport Center gut betreut. Sie begrüßen die sanften Trainingsmethoden. Wir wissen von einer anderen Hundeschule, wo wir nicht hingegangen sind, weil die recht rüder auch mal in der Hundeerziehung sind. Und sicherlich sollen die Hunde wissen, wo es lang geht, aber hier wird es auf sanfte, hundefreundliche Art doch ganz gut versucht. Ende der Übungsstunde. Lasse kann jetzt wieder ans Spielen denken. In der nächsten Folge begleiten wir im Dog Center zwei Sportler. Gut.